So, eine wunderschöne Folge, Klicker-Hero Folge 69. Ja. Yay! Wie man sieht, wir sind schon Folge Level 1300. Also fast. Und vor allem das nächst Geilere ist, also das hat wirklich gut geholfen. Denn wir können uns einfach aufgrund dessen, dass wir schon so absolut hoch gepowert sind mit den Levels, auch schon locker sie kaufen, und zwar gleich mit 25 Leveln. Ne? Wir können also gleich Full House gehen. Und zwar einfach so, ohne Söldner, obwohl ich mir die sogar schon extra schon vorbereitet habe. Ja, wir haben einfach mal 5 Söldner, die jetzt komplett ungebraucht sind. Ah, gut, okay, kann ja mal passieren. Und vor allem das Kranke ist, wir haben alleine jetzt schon, ja, wieder. Die Ascension ist so lange nicht vorbei. Wie gesagt, wir können das noch sie kaufen. Machen wir jetzt auch gleich. Und damit geht die Ascension definitiv noch 3 Stunden. Nein, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt schon 1300 erreicht und wir haben jetzt schon 100.000 Hero Souls alleine in dieser Ascension. Also, ich weiß ja nicht, aber ich denke mal, das mit den Agents hier hat sich doch gelohnt. Bringt halt wie gesagt nur so lange was, wie wir aktiv spielen, klar. Aber so lange wie wir aktiv spielen, bringen die beide hier tatsächlich extrem was, vor allem er. Man sieht hier immer, ne? Der Balken bewegt sich gar nicht, aber dann immer mit einmal so ein Riesensprung. Also das ist einfach. Von dem Durchschnitt haben wir jetzt praktisch alle halbe Sekunde einen kritischen Treffer, weil wir haben ja 20 Klicks pro Sekunde, weil wir jetzt zwei Klicker drauf haben. Und jeder zehnte Klick ist im Durchschnitt ein kritischer Treffer, weil wir haben 9%, also knapp 10%. Das heißt, wir haben praktisch ja, zweimal in der Sekunde immer einen kritischen Treffer. Und ja, der kritische Treffer hat halt, wie gesagt, einfach mal einen Schaden von fast den, ja, 700-fachen Schaden halt einfach. Das ist absolut krank. Ich glaube, das ist auch nicht mit dem Grundgesetz verträglich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich scheiß drauf. Ja, das rockt. So, dann nehmen wir mal hier das Ding wieder raus. Gucken wir, ob wir den Boss auch schaffen. Sollten wir problemlos schaffen. Achso, siehst du, wir müssen noch umgilden. Die gute Dame hat ja noch gar keine Guilds. So, das heißt, wir machen einfach mal Hold Shift to give one. Nein, Q für alles. Bam. So, und in der nächsten Ascension können wir dann wieder ein bisschen zurückgilden. Aber jetzt erstmal will ich gucken, wie weit wir hier kommen. Und das wird so over 9000. Ja, dann hast du halt noch 90,99% unserer Gesamtstärke. Ist mir doch egal. So. 25 Level können wir uns noch nicht leisten. Wir können jetzt quasi einfach schon einfach auf Langeweile haben, die ganzen Dinger hier einsetzen. Einfach, weil wir sie eh haben. Von daher. Fuck off. So, jetzt kommt halt den. Ah, nee, doch, gute Question. Nice. Genau, dann bekommst du nämlich jetzt hier auf Level 100, kriegen wir dich noch. Doch. Ja, lol. Ja, ist ja mal gut jetzt hier. 125, klaro. Auch nicht gleich noch mehr. Was ist der Schwester? Der hier. Boah, Alter, das geht jetzt gerade richtig gut. Nice. Ich glaube, wir machen gerade das Spiel kaputt. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir machen das Spiel kaputt. Vor allem, ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber wir kriegen einfach mal pro Primal Boss. Einfach mal schon, ja, ich weiß nicht, 3000 oder 4000, auf jeden Fall viele, viele Hero Souls. Kommt vielleicht der nächste Boss? Ja. Man konnte gar nicht zugucken, so schnell ist er durch. Scheiße. Alter, das geht doch gar nicht. Wir machen selbst beim Boss Insta-Kill. Oh. Weia, 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 ey, wisst ihr was? Komm, komm. Einfach, weil wir es können. Das wird eine sehr lange Ascension. Das könnt ihr mir glauben. Ah, jetzt hat man gerade gesehen. Scheiße, ich war so langsam. Ach, Kacke. Mist. Na gut, okay, lassen wir das. Der gerade war ein bisschen. Wo war da? Komm, wir machen mal ein bisschen Ding hier raus. Beim nächsten Boss. Also.
bei dem nächsten, wisst ihr schon? Damit wir hier nicht auch zu den kritischen Treffer landen. Aber wie gesagt, das, was gerade so extrem reinhaut, sind halt die kritischen Treffer. Die machen halt einfach alles putt. Fünf, sechs, sieben, acht. Bop. Ah, natürlich kein Primal. Ach, leck mich doch am Arsch. So. Gleich mal hochleveln, damit wir noch overpowereder sind. Oh, das hat nur für 20 Level gereicht. Für 25 Level. Lol. Ist einfach so krank. Was tun wir hier? Ich hab irgendwie gerade ein bisschen Angst. Tja, bei mir habe ich auch schon Level 5000 Raid übersprungen. Vor allem natürlich, ne? Ich war Level 4900, irgendwas mit 90, ne? Und dann meinte so mein Gerät einfach. Ja, ich habe bei mir ein bisschen umgestellt, das sehe ich auch gleich. Ich habe ein bisschen meine Agents optimiert. Und mit der Optimierung kam ich dann so gut voran, dass ich Level 5000 halt knacken konnte. Aber genau bei Level 5000 war ich natürlich nicht da, weil kurz vor 5000 natürlich meine App abgestürzt ist. Wie könnte es anders sein? Und als ich wieder rankam, also die App dann wieder gestartet habe, es waren zwar nur 10 Sekunden, ne? Aber halt in denen, die eilen ja weiter und leveln dabei auch weiter. Und haben dabei natürlich Level 5000 einfach mal übersprungen. Heißt also, ich habe Level 5000 einfach nicht miterlebt. Ja. Ich fühle mich gerade wie ein Mensch, der Vater geworden ist und bei der Geburt nicht dabei sein konnte. Es trifft mich tief. Okay, ja. Von daher bin ich jetzt mittlerweile Level 5500, also komplett mindfuck. Ich kann ja mal ganz kurz die Liste hier ein bisschen publishen. Klalalaka, .txt, geht das? Ja. So, und zwar, nicht so schnell ist man mit der Konsole. Ja, hier hat sich einiges geändert. Es kamen, wie man sieht, einige hinzu. Und zwar kam hinzu folgende. Bisschen wieder abstürzen, danke. So. Machen wir kurz hier raus. Hinzu kam einmal die drei hier. Also die oberen drei. Die hier. Die machen genau das, was wir hier auch gemacht haben. Kritischen Schaden erhöhen. Den Gilded Damage drastisch erhöhen. Und den Click Damage insgesamt erhöhen. Das heißt also, ich habe hiermit mein aktiven Bild nochmal ja komplett overblowed. Ich bin jetzt mittlerweile mit meinem kritischen Bild sogar wieder viel besser als mit dem passiven Bild. Weswegen ich jetzt wieder auf ein Hybridmodell umstelle. Nach einer Ascension immer erstmal schön lange hochidle, so lange wie es geht. Und sobald ich dann mit dem Idlen fertig bin, also fertig in dem Sinne, dass es nicht mehr weitergeht, gehe ich dann auf ein aktiven Bild mit meiner Combo. Und wie gesagt, ich habe damit jetzt einfach mal 500 Level geschafft. Und bin immer noch dabei, ne? Also es ist noch nicht zu Ende. Ich bin schon wieder auf Level 5600. Dann kamen noch hinzu, hier unten zwei, die beide, und zwar Lucky Strike erhöhen, weil Lucky Strike ist ja der Skill, der uns 50% mehr kritische Treffer beschert, und in Kombination mit den dreien, also vor allen Dingen halt mit dem ersten, der den kritischen Treffer drastisch erhöht, hat tatsächlich dieser Skill mal wieder eine Bedeutung. Also lohnt es sich mal wieder ein Skill einzusetzen, weil normalerweise nutze ich ja kaum Skills, aber wenn man mal halt nicht weiterkommt, dann ist das halt jetzt tatsächlich eine gute Alternative. Deswegen habe ich seine Effektivität erhöht, indem ich seine Länge verlängert habe. Normalerweise geht der Skill ja 30 Sekunden oder so. Steht hier leider nicht. Doch, Klick für 30 Sekunden. Und die habe ich mittels Sniperino, also dem Typen hier unten, auf Level, muss ich überlegen, auf Level 40 Millionen. Nein, halt, Quatsch, komplett falsch. Auf Level 45 um 90 Sekunden verlängert. Heißt also, das Ding geht jetzt einfach mal 2 Minuten. Ja. 2 Minuten lang ist jeder zweite Treffer ein kritischer Treffer. Das, ja, zerfickt einfach mal alles. Dann, es war noch nicht genug,
Habe ich mir noch gedacht, ich hole mir noch einen. Und zwar. Jetzt muss ich mal ganz kurz googeln. Wo bin ich jetzt hier? Wollte meine App stürzt gerade schon wieder ab hier. genau, Sniperino. Ich sehe schon jemand kommen. Ach doch. Genau, doch, doch. Alles gut. Okay. So. Und zwar kam nur noch hinzu Kronos. Der Typ hier. Genau. Der macht Folgendes. Der erhöht halt, so wie wir hier auch haben, die Zeit, die man pro Boss hat. Normalerweise halt 30 Sekunden. Das Problem ist halt, ich bin schon bei Level 5500. Und ab hohen Levels wird die Zeit, die man für den Boss hat, immer weniger. Und bei mir hatte ich halt noch so 15 Sekunden oder sowas. Und deswegen habe ich gesagt, gut, butter ich mal bei ihm ein bisschen rein, damit ich wieder auf über 30 Sekunden komme. Oder überhaupt auf über 30 Sekunden, weil wie gesagt, am Anfang hat man ja nur 30 Sekunden und das habe ich jetzt halt wieder erreicht und sogar überschritten. Dann habe ich Pluto, das ist der hier. Der sorgt dafür, dass ich ein Skill, den ich öfters mal in Betracht ziehe, ach hier, 3000 Human Souls. Ein Skill, den ich öfters mal in Betracht ziehe zu benutzen, und zwar goldenes Klicken, das Ding hier. Das habe ich erhöht, und zwar nur, weil man diesen Effekt zweimal erhöhen kann, also in zweierlei Hinsicht. Und zwar kann man mit Pluto, das ist, wie gesagt, der Typ hier, kann man einmal genau das Gold, was man hiervon bekommt, erhöhen. Und normalerweise bekommt man ja 1% Gold, beziehungsweise 0,1% bei Bossen, ist mir aber egal, ich nutze ja nur bei normalen Gegnern, also 1% Gold. Und ich habe, wie gesagt, Pluto, der ist bei mir auf 40 Millionen, also auf Level 40 Millionen, und gibt mir jetzt eine Kombo von 1,9%, also 1 Milliarde Prozent dazu. 1,2 Milliarden Prozent dazu. Das ist das eine. Und weil das noch nicht genug war, habe ich bei ihm auch, dafür ist nämlich Kleptos hier zuständig, der verlängert von ihm auch wieder die Wirkzeit. Heißt also, diese Fähigkeit ist das genauso wie die Fähigkeit, die einzigen beiden, die ich wirklich nutze. Jeweils jetzt 2 Minuten, also um 90 Sekunden verlängert. Ja, wie gesagt, das hier nutze ich nicht allzu häufig, einfach weil ich allgemein Skills nicht sehr häufig benutze, und wenn, dann beschränke ich mich meistens auf diesen Skill. Aber ich kann jetzt tatsächlich mit dem Skill und mit dem Skill bei mir einfach alles zerficken. Alles. Und das haut gut rein. Ja, dementsprechend ist das hier meine neue Liste. Genau in der Reihenfolge kaufe ich sie mir. Wieder ganz einfach aus dem Grund, das hier ist der preiswerteste. Da kosten die hohen Levels immer am wenigsten. Dann kommt der Block, die kosten alle gleich viel. Heißt also, die kosten immer pro Level so viel, wie das Level ist. Level 3000 kostet 3000 Hero Souls und so weiter. Er wird dann wieder etwas teurer. Der ist ja diese komische Sonderstellung. Und die hier sind dann wieder die allerteuersten, die pro Level immer das Doppelte kosten. Also Level 1000 kostet dann, keine Ahnung, aber Level 10 kostet schon 1000 Hero Souls. Und Level 20 würde schon 1 Million Hero Souls kosten. Und so weiter und so fort. Dementsprechend innerhalb dieser Box wird die Reihenfolge komplett irrelevant. Aber halt so in den 4 Gruppen habe ich die. Okay, also 2 Gruppen und 2 einzelne. Ja, das ist meine aktuelle Liste. Bei mir jetzt auf dem Tablet gerade noch nicht, weil ich habe mir die neu natürlich einfach nur dazu gekauft. Also tauchen die bei mir ganz unten auf. Aber bei der nächsten Transcension, die ich dann mache, kann ich die wieder alle in der Reihenfolge kaufen. Und da wäre dann, wie gesagt, das hier meine Reihenfolge. Ja. Geil. Wir haben hier mittlerweile auch schon ganz schön viele Angels. Da müssen wir uns vielleicht auch mal eine Liste machen, damit wir bei der nächsten Transcension sofort wissen, was wir kaufen. Das Traurige ist halt leider, dass man hier keine Reihenfolge festlegen kann. Das heißt, wir haben hier immer Kreuzsalat. Wir haben hier Preiswertes. Dann haben wir hier ein Preiswerten, dann haben wir hier oben wieder ein Preiswerten
und noch weiter oben wieder ein Preis. Hier ist komplett, also ja. Genau, damit das nicht passiert, habe ich halt bei mir halt diese Reihenfolge gemacht. Kann man hier leider nicht machen. Gut. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind Level 1004, tralala. Mal gucken, was sieht hier aus? Was? Ich kann nicht weiter leveln. Gut, dann kommt der nächste Dings da dran. Oh, die guten Goldmissionen sind weg. Scheiße. Apropos Mission. Ey, bei mir, ne? Mein Tablet ist gerade an alle Geräte. Ich hoffe, ich sehe den Stecker nicht raus. Bei mir ist gerade hier bei den Söldnern, die wollen mich verarschen. Ohne Scheiß. Es gibt ja immer Unterschiede, ne? Also, es gibt ja einmal die Mission für 30 Minuten, dann so für eine Stunde, dann so für 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden. Und in der Regel ist ja immer so, umso länger eine Mission geht, umso mehr bekommt man. Es ist aber nicht immer festgeschrieben, sondern es ist immer noch mit ein bisschen Zufall behaftet. Heißt also, mal bringt eine 8-Stunden-Mission viel mehr als eine 1-Stunden-Mission. Manchmal bringt ja auch nur etwas mehr als eine 1-Stunden-Mission, also nur das Doppelte oder Dreifache oder sowas. Ist immer unterschiedlich. Aber jetzt gab es tatsächlich eine bodenlose Frechheit. Das muss ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das ist absolut. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Erstmal hier Prove it, ne? Ich bin Level 5586. Wenn man die 5 ganz vorne wegnimmt, habe ich endlich mal 586. Ja? Wenn ich weiß, was das ist, schäm dich. Und jetzt kommt das hier. Skill, ne? Von dem Typen hier. Skill sag ich schon. Quest. Und jetzt guckt mal rauf. Erste Quest. Bekomme ich 4E381 Gold für 60 Minuten. Und die dritte Quest ist 8 Stunden lang und ich bekomme genau das gleiche an Gold. Heißt also, ich habe einfach mal zwei Quests mit einem himmelweiten Unterschied zwischen einer Stunde und 8 Stunden. Bekommen aber für beide Missionen das gleiche Geld. Ich glaube, ich nehme die 8-Stunden-Mission. Einfach mal, um das Gerät zu ärgern. Oder wahrscheinlich will mich das will es mich ärgern. Nee, ich nehme natürlich die für eine Stunde, klar. Aber what? What? Also wenn die schon mit Zufall arbeiten, ja, dann sollten die wenigstens darauf achten, dass nicht in einem einzigen Screen das gleich kommt. Komplett alles hier, ja, zerlegt. Das ist irgendwie ein bisschen, wo ich mir so denke, danke dafür. Aber gut, das wirst du machen, da steckst halt nicht drin. Gut, wir haben die mittlerweile auf Level 225. Langsam wird es wieder langsamer, kann das sein? So, dann gucken wir mal hier. Einen haben wir ja noch. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. So. Oh, Alter, man sieht einfach immer gar nicht und dann aber immer mit einmal so einen riesen Sprung. Weil wenn wir das hier wegnehmen würden, wir würden für einen einzigen, wenn wir einfach mal schon Jahre brauchen. Einfach weil wir mittlerweile nur noch mittels kritischen Schaden machen. Und das ist halt leider auch so ein kleines Problem. Umso mehr man in diese Agents geht, umso mehr ist man, jetzt sage ich mal, von denen abhängig. Weil eben. Wir kommen jetzt so weit, nur wegen kritischen Schaden. Wenn ich jetzt kritischen Schaden machen würde, dann würde ich halt auch, wie man sieht, hier absolut nicht mehr vorankommen. Gerade immer dann ein Problem, wenn man in Kombination mit Idle und aktivem Bild arbeitet. Da muss man immer gucken, dass man seine Agents so geskillt hat, dass sich die beiden nicht gegenseitig komplett blockieren. Und die idealste Lösung ist halt so, wie ich jetzt habe. Dass du wirklich beide harmonisch miteinander verwenden kannst, dass du erst hoch idelst und dann noch mit der Combo nachdrückst. Ist aber halt leider nicht immer möglich. Ne? Weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel aufhören würden, ich mache jetzt hier einfach mal Feierabend und würde jetzt idlen, dann hätte ich gar keinen Schaden mehr. Dann würde ich absolut nichts mehr machen. Und ja, dementsprechend müssten wir uns dann halt hier ein bisschen spezialisieren. Das heißt, wir machen das hier jetzt immer genauso, wie ich hier mache. Erstmal hochidle, so lange bis es mit dem Idle nicht mehr weitergeht. Dann sind wir schon so bei Level 1000, 1100 oder so. Und die restlichen Level, die machen wir dann hier mit der Combo. So. Lilin, Digga, rosa Prinzessin, ey, das ist ja hier, boah. Komm mir gerade vor wie in einer Barbie-Welt. Warum sind wir auf 100? Hä?
Hallo, Herr Gerät, wie ist hier gerade alles im Arsch? Was hat das denn gerade? Danke. Ernsthaft. So, wollen wir uns das? Komm, ganz ehrlich. Haben wir noch eine 5-Minuten-Terrine? Borst. So, haben wir Level 250. Ja. So viel zu dem Thema. Und wie gesagt, wir haben jetzt einfach mal schon 120.000 Euro Souls. Das heißt, die nächste Ascension ist dann tatsächlich auch Geschichte. Das heißt, wir brauchen wirklich maximal noch drei Ascensions und dann sind wir durch mit der Transcension. Ich meine, dafür dauert mittlerweile eine Ascension auch schon relativ lange, weil alleine mit Insta-Kill brauche ich, um bis Level 1000 zu kommen, fast 2 Stunden. Naja, eine Stunde, wenn ich mir wirklich Mühe gebe und mitmache. Aber wenn ich halt das im Hintergrund machen lasse und mit dem Auto leveln und immer nur ab und zu mal gucke, dann brauche ich mittlerweile schon weit mehr als eine Stunde, um überhaupt aus der Insta-Kill-Phase rauszukommen. Um in die Phase zu kommen, wo ich wieder weiterkomme. Also, ne, mit eine Ascension alle halbe Stunde geht leider nicht mehr. Von daher brauchen wir alleine für die drei Ascension, ich meine, eine kriege ich jetzt noch hin bis heute Abend. Ja, und dann eine bis morgen früh und eine dann von morgen früh bis morgen Mittag. Das heißt, wenn wir Glück haben und meine ganzen Berechnungen hinhauen, können wir entweder morgen Abend oder übermorgen früh denn unsere dritte und letzte Transcension starten. Und damit dann praktisch die, nee, also die zweite und letzte Transcension starten und damit in die dritte Transcension praktisch reingehen. Ja, hier haben wir mittlerweile auch schon. Also wir brauchen echt bloß noch 5 Rubine. Dann haben wir, können wir, wie gesagt, bei der nächsten Transcension gleich hier 3 Quick Ascensions machen. Ich glaube mal, nochmal 50 kriege ich nicht zusammen. Weil wie gesagt, ist ja jetzt bloß noch heute und morgen vielleicht. Außer es läuft wirklich komplett schief und die nächsten Ascension Souls kosten dann gleich apostrophisch viel mehr. Kann ja sein. Weiß man ja nie. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal, ich weiß nicht, lohnt es sich hier noch weiter zu machen? Also, ey, man, der macht halt einfach immer noch weiter. Wir sind gleich Level. Komm, okay, Level 1400 machen wir noch. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also, schaffen tun wir es auf jeden Fall, weil ich habe noch nicht mal meine Skills aktiviert. Ich habe in dieser Ascension kein einziges Mal hier irgendwas aktiviert. Ich aktiviere schon mal. Pff, einfach, weil wir es können. Das heißt also, Level 1400 schaffen wir locker. No problemo. Das ist so krank. Oh, ist das krank, ey. Das ist echt nice. So, oh ja, 1001. Oh, wir haben eine ganze Menge. Ja. Einfach mal alle. Wow. Gerade aufgeräumt und schon wieder alles voll. Weil wir haben gerade 2000. Nee, weit mehr als weit. Wir haben ja, also mindestens 2000 Level gemacht. Das heißt also, nee, 200. Das heißt, wir haben jetzt pro alle 10 Level gibt es ja ein so Ding. Heißt also, wir haben gerade 20 Glitz bekommen. Geht doch. Easy. Oh, gleich kommt der nächste Boss. Die dürften wir auch wieder komplett ohne Skills schaffen hier. Na, vielleicht doch ein bisschen zu viel aus dem Fenster gelehnt. Kann sein, dass wir die ersten 2 Skills brauchen werden. Nee, Quatsch. Alles gut, schaffen wir so. Brauche ich gar nicht mehr irgendwie, ne? Witz. So, dann können wir jetzt also schon mal hier in die Guilds gehen und nochmal sagen, sie hier kriegt einmal alles. 130 Guilds. Das passt. Damit hat sie also einfach mal eine Kampfkraft von, ja, zu viel. Definitiv zu viel. So, die gute Dame kostet dann 115. Das heißt, wir brauchen dann noch E10 als Faktor, um auf sie zu kommen. Ich glaube, das schaffen wir in der Transcension nicht mehr. Außer, wie gesagt, wir brauchen wirklich noch sehr viele Ascensions, weil das hier einfach mal zu teuer wird. Aber ich glaube nicht, dass das in den zwei
die wir hier noch übrig haben, weil wie gesagt, sobald ich jetzt die Ascension mache, haben wir 17. Das heißt, wir brauchen dann bis 19 bloß noch zwei Stück. Und ich glaube, kommt, dass es jetzt so stark anhebt, dass wir da jetzt noch so ewig viel brauchen werden. Alleine die nächste würden wir wahrscheinlich bestimmt in einem Run bekommen. Weil, ich meine, wir brauchen 24.000. Wir haben 134.000. Das heißt, wir holen uns hier die nächste automatisch und haben noch 110.000 übrig. Das dürfte eigentlich schon fast reichen, um gleich die 17. auch mitzuholen. Ne, die 18. ist ja jetzt die 17. Um dann praktisch die 18. auch noch mitzuholen. Das heißt, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr drei Ascensions, sondern vielleicht noch zwei Ascensions. Ist da was? Ich gucke einfach mal. Wir ascenden jetzt einfach mal, komm. Ist ja jetzt auch nichts mit bei. Die hier schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Von daher, fuck off. Bam. So. Dann haben wir jetzt 17. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Okay, das verdoppelt sich also doch jedes Mal. Gut. Dann brauchen wir jetzt also nochmal mindestens eine Ascension für die hier. Und dann brauchen wir ja noch mindestens zwei Ascensions für die nächste. Okay, halt, also wir brauchen doch drei Ascensions. Alter. Tja, damit wäre die Transcension quasi schon direkt durch. 24 Stunden nutze ich das? Nein. Ich mache mal lieber die hier. Da hoffe ich mal lieber auf eine etwas bessere. So, okay. Das heißt, 100. Danke, 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 danke. Danke, danke. So, jetzt Alternativfrage. Kaufen wir uns hier noch was? Eigentlich lohnt sich hier nichts mehr wirklich. Eigentlich nicht. The Gilded Damage. Wie viel würden 100 Level kosten? 30.000. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die so preiswert sind. Das heißt, 7 mal 30.000 wären 21.000. Mal 30.000 wären 210.000, also genauso viel, wie wir haben. Könnten wir also machen. Dann hätten wir aber absolut keine Hero-Souls mehr übrig. Von daher macht das auf jeden Fall nicht. Aber wir könnten überlegen, die alle auf 30, also auf Level 300 zu leveln. Und das würde ich tatsächlich schon mal machen wollen. Dann hätten wir noch mindestens 150.000 Hero-Souls übrig. Außer ich mache mich jetzt komplett lächerlich. Ich speichere mal vorher. Ne? Safe is safe. Safe. Sollte man sowieso mal ab und zu mal machen, ne? Pro Aufnahme sollte man mindestens einmal speichern. Damit wir hier nicht irgendwann echt vor dem Cookie festsitzen und die ganzen Cookies aus dem Rechner rausfliegen und unser schön verdienter Progress zwischen den folgenden Verlöten wäre. Ja, sag ich doch, 150.000 wird nämlich nicht mehr. Ah ja, jetzt haben wir noch 100.000 übrig. Reicht ja auch schon. Ja, vor allen Dingen, weil ich jetzt hier auch so den 10 Level gegeben habe. Ne? Das war natürlich so nicht mit einberechnet. Egal. Ignoriere ich einfach mal. So, hier... Komm, die lasse ich jetzt einfach mal komplett in Ruhe. Ganz ehrlich, wir haben 100.000 Cores. Da würde einer vielleicht... Na, die vernachlässigen wir jetzt komplett. Die bringen uns gar nichts mehr. Dafür sind sie viel zu teuer. Wie gesagt, sowas bräuchte man noch. Agents, die entweder unsere Söldner betreffen, die also die hier, den Effekt von dem praktisch, also halt das, was man an Gold bekommt oder das, was man an Relikten bekommt oder an Skills, also hier diese Chancen praktisch erhöht, oder aber sowas, was die Dinger hier erhöht. Von daher, ne, komplett irrelevant. So. Oh Gott, geht der schon wieder weiter hier. Draußen regnet es einfach. Ich glaube das nicht. Also, ein bisschen. Man hört es tropfeln. Und man hört scheiß Hunde. Wer hat Hunde erfunden? So.
Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns zur nächsten Aufnahme wieder und gucken wir mal, wie weit ich bis dahin gekommen bin. Das wird ein Spaß. Na gut, in dem Sinne, schau mit V. Was ist das für Regentropfen, ey? Da kommen einfach Tennisbälle runter.